Crackshell, Winter hier auf dem Weg zur Geiselbefreiung. Wonach genau suchen wir, Sir? Roger, das Register beschreibt ein Sicherheitsmodul auf der anderen Seite der Struktur, wo der Marine von Rayu gefangen gehalten wird. Holen Sie ihn zurück. Waffen bereit! Bewegung! Okay, wir sollen uns beeilen. Also im letzten Part haben wir ja die Sicherheitsvorkehrungen in dieser Einrichtung deaktiviert, um Zugang zu diversen Bereichen zu haben, um letztendlich diesen unbekannten Marine zu retten. Der auf der Sulaco war. Keine Ahnung, ob wir den schon mal gesehen haben. Oder ob es eine sie ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Das war also hier los. Ja. Ja. Ja, hier ist jede Menge los. Wie weit ist es denn? Warum konzentriert sich alles auf dieses Modul? Die Xenos wussten, dass sie hierher kommen müssen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil hier irgendwas eingesperrt ist, was sie haben wollen. Ich habe keinen Plan. So, bist du da? Gut. Also noch langsamer geht's nicht, oder? Hatchell, sehen Sie das? Aha. Ja, Winter, das Bild ist verwackelt. Was ist das? Das ist die Königin. Wiederholen Sie das, O'Neill. Sagten Sie, Königin? Wie würden Sie es denn sonst nennen? Sie legt Eier. Sie befreit sich! Das Gas! Das Gas! Ja, zu spät. O'Neill, gehen wir, Mann. Ja. Das ist ja... Boah. Hier runter? Ja, schön mit Kameras wieder hier. Autsch. Ja. Mit so gefährlichen Sachen spielt und rumforscht, der soll sich nicht wundern. Aber das ist ein Mega-Vieh. So, ich möchte jetzt einfach auch hier weg. Und diesen ominösen Marine finden. Also ruft die Königin dann wahrscheinlich die ganze Zeit ihre kleinen Kinder zur Hilfe. Ja gut. Dann wurden die Aliens nicht gezüchtet, sondern ja, sie wurden... kam quasi aus dem Mutterleib der Königin. Wurde denn die Königin gezüchtet oder kommen sie von einem Planeten? Ich glaube letztendlich kommen sie von irgendeinem Planeten, aber sicher bin ich mir nicht. Ich versuche mal an so einen Spuckvieh irgendwie ran zu... Warte mal, ich würde gerne noch hier den... What the... Okay, ich glaube, es ist eine schlechte Idee, jetzt hier irgendwie herum zu experimentieren in Bezug auf den Nahkampferfolg. Vielleicht sollte ich die sich erstmal abschlachten lassen, ne? So. Wir haben doch hier ein neues Visier für unser Kampfgewehr. So. Nachladen. Aber wie kann ich denn ranzoomen? Keine Ahnung. Egal. Passt auch so. Passt auch so. Ja, komm her. Na. Nicht weglaufen. Ja, es bringt nichts, wenn du dagegen schießt. Ich hab ihn doch voll im Kopf getroffen, oder? Aua, 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 aua! Mann!
So. Gebiet geräumt. Da ist nochmal ein Medipack, sehr schön. Zack, zack. Oh, alles mit ihm hier. Ja, bitte? Wo denn? Da hinten. Ich möchte mich aber noch ein bisschen umschauen. Gibt es neue Informationen zu dem Marine? Haben Sie ihn gefunden? Negativ, Actual! Hier drin ist alles total zerstört! Hier ist alles im Arsch! Ja, kann man so sagen, aber... Sollte man sich auch nicht wundern, wenn man die Stromversorgung dazu ausschaltet, ne? Führen wir hier kurz durch. Ja, ihr macht mal, ihr macht das schon, ne? Hier irgendwas, irgendwas, irgendwas? Oh, das ist so ein Dicker mit einem scheiß Smart Gun. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich nutze eigentlich auch viel zu wenig den Sekundärmodus. Ich denke mal, da kommt noch irgendwas richtig Starkes, bevor ich das brauche, aber anscheinend kann ich die ruhig öfters verwenden, die Granaten. Ich meine, wir kommen die ja sowieso en masse. Okay, ja, spuck halt. Gut, ich schaue mich hier mal um. Gut. So. Kommen auch immer wieder neue, ne? Oh. Feind vernichtet! Sehr schön. Neil, Mensch. Autsch, du bist langsam erwachsen, wollte ich gerade sagen. Was ist denn hier? Da sind wir wahrscheinlich durchgekommen, oder? Hoppala. Ja, auch wenn es hart knapp war. Nein! Oh nein, das war ja... Oh, ich hatte die Kampagne beendet. Ich muss das ja in einer Kampagne schaffen. Scheißdreck. Ja, jetzt ist es zu spät. Was? Was? Tim Crow? Was war das denn jetzt? Legendäre Rüstung oder was? Oh Gott, ist das ein Schlachtfeld hier. Oh, stirb! Ah, ich hätte das... Den Erfolg hätte ich echt gut bei den Wissenschaftlern da nutzen können, beziehungsweise bekommen können. Aber whatever, jetzt ist es zu spät. So. Oh! Ihr kuschelt. Ah! Hau ab! Das will ich nicht nochmal. Das zählt nicht als Nahkampf, ne? Das finde ich sensationell, das. Also, nee. Ich meine, ich habe den jetzt im Nahkampf ausgeschaltet, aber oh Gott, wir haben im Nahkampf eine Schusswaffe benutzt, also auch in dieser Kombination, aber zählt ja nicht, ha? Okay, jetzt mal, nee. Faxendicke. Jetzt spielen wir ernst hier. So. Ist nicht euer Ernst. Von hier aus. Nö, okay, jetzt ist Feierabend. Feierabend ist hier.
So, jetzt gehen wir hier geschwind durch. Sammeln nur noch kurz ein, was es hier aufzusammeln gibt. Oh, schön. Ja, stöhn halt weiter. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nachladen, nachladen, nachladen hier, los. Gott. Schönen Rücken schießen, das macht Spaß. Na! Oh. Wie viele kommen denn da noch? Komm her, bist doch noch nicht tot, oder? Doch. Noch Rüstung. Also wenigstens die Rüstung muss ich echt aufsammeln. Also die ist überlebenswichtig. So. Ein bisschen matschig hier, ne? Hier war ja noch hier dieses komische, diese legendäre Rüstung oder was auch immer, oder? Keine Ahnung. So. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Jetzt snipern wir alles weg. So. Wo ist der Spuckvieh? Oh, das spuckt aber... Heilige... Das spuckt aber sehr weit. Ich habe bis dahin auch keine Deckung, ne? Ich muss jetzt hier weiter voran. O'Neill, bitte tankt ihn ein bisschen. Oh. 4,5 Sekunden zum Nachladen, das ist schon lange. Komm her. Keine Feinde vorhanden. So, war es das jetzt hier? Gut. Will ich mich hier noch umschauen? Nein. Außer hier noch ein bisschen Rüstung mitnehmen. So, Herr Marine, wo sind Sie denn jetzt? Er oder Sie? Zack. Wir können übrigens mal wechseln hier, so. Bin ich mal gespannt. Jetzt mach auf. Wow. Sieht doch nach einem außerirdischen Schiff aus, oder? Interessant. Dann war meine Theorie ja doch gar nicht so verkehrt im letzten Part. So, hier kommt man natürlich nicht durch, ne? Weil diese Bänder sind sehr, sehr stark. Die können einen Marine da nicht durchlassen. Okay. Krasse Scheiße. Aber perfekter Zeitpunkt für, ne? Ah, sind Wissenschaftler, ne? Könnten hier gegebenenfalls... Actual! Weyland Yutani züchtet hier die Eier! Die ist vom Planeten. Verstanden, Winter. Bleiben Sie am Leben und holen Sie den Marine da raus. Um bei You kümmern wir uns später. Ja, okay. Ja, du machst das schon, ne? Ich muss mal kurz hier was anhören. Kurze Status-Update zum verfallenen Schiff mit dem Decknamen Origin. Der Kern ist stabil. Im Abgleich mit den Berichten, die wir von euch erhalten haben, scheint es, als wäre die Origin größtenteils erhalten seitdem. Das noch. USD ist etwas Trauma und vor 50 Jahren auf die Origin. Die meisten Eier sind noch intakt. Wenn es sich etwas anginge, würde ich euch ausbeuten.
verräterische Idioten sagen, dass ihr euch selbst und dazu eine ganze Menge Unschuldiger umbringen werdet. Aber da mein Shuttle morgen startet und ich mit diesem Projekt genug Geld gemacht habe, um mir ein eigenes Land zu kaufen, sage ich nur, viel Glück mit all dem. Auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, dass diese USCSS, was auch Nostromo, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Ja, doch. Doch. Ich glaube, dass das Schiff war, das Raumschiff, was im ersten Alien-Film, glaube ich, hier gelandet ist. Beziehungsweise, wo sich hier die Story, glaube ich, abgespielt hat. Aber sicher bin ich mir nicht. Das wird natürlich auch mit Ripley ganz gut zusammenpassen. Ja, aber alles nur Theorie. Ich habe kein genaues Wissen darüber, ob ich jetzt da recht habe oder nicht. Ja, renne halt auf mich zu. Oh, okay. Keine Muni. Machen wir hiermit weiter. Okay. Ja, also das ist wiederum ganz interessant. Ach Gott, da unten sind ja die ganzen Eier. Heilige Scheiße. Ich weiß allerdings nicht, ob das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aliens selber dieses Schiff gebaut haben. Also es muss ja von einer anderen Intelligenz gebaut worden sein. Es sieht auch mehr so nach so einer Art Transportschiff aus irgendwie. Sonst wären ja nicht so viele Eier hier. Ich kann mich aber auch irren. Ich weiß es nicht. Also... Wenn es jemand besser weiß als ich, dann bitte korrigieren, um Himmels Willen, und dann dürft ihr auch gerne da Kommentare ein bisschen abwinken schreiben, inwiefern meine Theorien stimmen und inwiefern sie nicht stimmen und dann wie genau der Sachverhalt nun ist. Oh, dieses Sturmgewehr, es ist so ungenau teilweise. Das ist der Wahnsinn. So. Ja. Munitionstechnisch schaut es wie aus. 40 Schuss, 45. Ja, wir müssen, glaube ich, mal so ein bisschen hier was wechseln. So, Rüstung. Munition. Ist da oben vielleicht noch so ein Logbuch? Das wäre auch sehr wünschenswert. Nö, es ist eine Abkürzung. Hä, naja gut. Nee, ich könnte hier... Aha, da ist ein Schalter, aber... Dass ich da auch nicht rüberspringen kann, das ist auch wieder so genial. Also bitte. Achso, da könnte der Hebel, ist glaube ich dafür da, wenn der Fahrstuhl weg ist und ich aber... Also hochfahren und trotzdem nochmal runterspringen, dass ich den Fahrstuhl nochmal runterrufen kann. Runterholen. Guck's nicht glücklich, ne? Trau es noch im Bella, ne? So. Ein Wahnsinnsschiff. Riesig. Riesig. Mit Unmengen an Aliens. Zwar noch in ihren Eiern stecken, aber trotzdem. Also von der Schussfrequenz fast so stark wie eine Smart Gun, würde ich schon sagen. Wir machen sie kalt. So, wir stimmen vor. Auch wenn unsere Gesundheit unter diesem unvorsichtigen Voranschreiten leidet. Oh, ist das groß, ey. Das hier riesig. So. Mein Gott. Das ist nicht dein Gott. Ach, warte mal. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Das ist doch... Ja,
Ja, ich kann mich an diesen Raum erinnern. Das ist, glaube ich, auch ein... Ist das nicht auch aus dem Film? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Oder ist das aus dem anderen? Ich weiß das gerade gar nicht. Scheiße. Ja, ich würde gerne ein bisschen näher ran. Ja, bitte geh mal. Schnell die Rüstung schnappen und voran. Oh, noch mehr. Oh Gott, da kam noch ein Dicker mit einer Smart Gun. Oh nein. Ja, also dieses Alien, was da, dieses tote Alien, was da, also nicht das Alien, was uns die ganze Zeit angegriffen hat. Und das, was ihr gerade auf diesem Stuhl gesehen habt, das scheint wohl einer dieser Erbauer dieses Raumschiffs zu sein. Das ist wohl die Rasse, die dieses Raumschiff gebaut hat. Ach, scheiße, das Falsche. Ah, ich dachte, es wäre was zum Sprengen, aber nein. Jupp, kann losgehen. So. Wie schaut's denn hier aus? Habe ich dafür noch was? Ja, Kampfgewehr, sehr gut. Mein Gott. Mein Gott. Das ist nicht dein Gott. So, kommt bitte mal raus. Habe ich mal wieder überhaupt nicht getroffen, warum auch immer. Aber schwierig zu treffen, ne? So, ein paar haben wir, glaube ich, schon mal ausgeschaltet. Also merken, da kommt gleich jemand noch mit einer Smart Gun, so ein Dicker. So. Achtung, O'Neill, pass mal auf. Das tat weh. Jetzt kommt dann noch der mit der Smart Gun, ne? So, müssen wir aufpassen. Okay. Dachte, da kommt noch einer mit. Anscheinend nicht. So. Achso. Ah. Mann! So, was haben wir denn jetzt hier? Ah, nichts. Aber hier. Wo ist denn dieser komische Marine jetzt? Sie bringen einen Gefangenen zu einem Transportpanzer. Könnt ihr das verhindern? Wie, Bishop? Fangen Sie mit Schießen an. Ha, ha, ha. Witzig. Den habe ich fast zu spät gesehen hier. Mann! Oh, das tut weh, diese Spucke. Das ist so... Ah! Okay, da gibt es aber jede Menge Heilung und Rüstung. Gib mir das. Also das Spiel ist länger als erwartet.
Habe ich nicht mit so mit gerechnet. Feind vernichtet! Da oben auch noch. Guter Mann. Ist auch mal was getroffen. Oh, wie viele kommen denn da noch? Das sind echt viele. Solange ich jetzt hier nicht die Akku habe. Hörst du auf? Ich kann gar nicht dein primäres Ziel sein. Genau, hör auf. Was zum? Aha. Das ist auch wieder so ein Dicker und ich habe keine Munition mehr für mein Dings. Sturmgewehr. Ja, noch höher. Oh, da habe ich was getroffen. Sehr gut. Schaut's mit Sekundär. Wie viele Granaten? Da ist alles leer. Das Pulsgewehr wieder. Okay. Was eine Action. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Aber hier können wir noch rauf gegebenenfalls. Ja, bringt mir nur nichts. Ich muss natürlich die Treppe nehmen. Oh, Rüstung, bitte. Ja, besprechen euren Schlachtplan. Ich sammle noch ein bisschen ein. O'Neill macht euch eh alle platt. Der Mann hat ja Skill, ne? So, ich bin bereit. Hä? Ah, da ist schon wieder dieser scheiß Transportpanzer. Da ist er! Hoffentlich ist dieser Bastard das Ganze auch wert. Ist das ein Mann oder eine Frau? Ich kann es nicht erkennen. Ah. Das interessiert mich jetzt schon, wer das ist. Warum? Actual, können Sie das sehen? Kommen, Actual. Da ist ein ÖLG-Schiff am Boden. Damit kommen wir von diesem Planeten weg. Hallo? Actual? Wo zum Teufel ist der hin? Er wusste davon. Was? O'Neill, wir müssen hier weg. Jetzt! Cruise! Er wusste schon von diesem Verräterschwein, bevor er die Mission autorisiert hat. Es ging niemals um Bella. O'Neill, rein in den Transportpanzer! Actual, Gear 2-1 sind mit dem Gefangenen unterwegs. Sie haben uns einiges zu erklären, Sir. Irgendetwas stimmt da nicht. Die scheinen ganz schön sauer auf Sie zu sein. Haben Sie Grund dazu? Ja. Wer ist das? Überstürzen Sie nichts, mein Junge. Haben Sie von dem Register gewusst? Sie wären sowieso gegangen. Wussten Sie, dass Bella auf jeden Fall sterben würde? Ja. Und Sie wussten das auch. Aber nichts hätte euch davon abhalten können, es trotzdem zu versuchen. Vergessen Sie es. Nimm sie runter.
Wir haben unser Leben riskiert, um diesen Kerl aus Wayu rauszuholen. Vergessen wir mal die ganzen Lügen. Warum ist dieser Marine so wichtig für Sie? Was war auf der Sulaco los? Lügen Sie mich nicht an. Lügen Sie mich ja nicht an! Holen Sie die Tasche des Soldaten. Wer ist das zum Teufel? Na toll. Nochmal das Ganze. Ich bin Corporal Hicks von der USS Sulaco. Ich wurde von Weyland Yutani monatelang gegen meinen Willen festgehalten. Sie wollten Informationen. Bishop? Sind Sie am Leben? Ein anderer Bishop. Wie haben Sie überhaupt überlebt, Hicks? Man hat Sie vor 14 Wochen für im Kampf gefallen erklärt. Wir sind wegen Ihres Notrufs gekommen. Wären Sie besser nicht gekommen. Welche Informationen haben Sie denen gegeben, Corporal? Nur, was Sie sowieso rausbekommen hätten. Genug, um am Leben zu bleiben, ohne viel zu verraten. Captain! Den haben wir da befreit! Wir haben von Hicks erfahren, als es schon zu spät war. Ich hatte nicht geglaubt, dass auch nur einer von Ihnen überleben würde. Es tut mir leid wegen Bella. Sie haben ja keine Ahnung. Die hatten seit Wochen einen Gefangenen da drin. Und Wayu hat ein ULG-Schiff auf dem Planeten. Es ist meine Pflicht, die anderen 100 Marines hier wegzubringen. Dann Beeilung, Sir. Das letzte ULG-Schiff startet bald und kommt nicht zurück. Sie kennen die Abflugzeiten? Ich weiß noch viel mehr als das. Sir, wir erwarten in Kürze 2 Marine-Einheiten. Was? Mehr als 100 Xenos sind auf dem Weg zu Hadley's Hope. Das sind ja mal wieder ganz neue Erkenntnisse. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass der Herr Hicks ja noch lebt. Das ist krass. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber Wahnsinn hier. Da eine Intrige nach der anderen, eine Überraschung nach der anderen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich das von der Story her noch so wandelt, aber Respekt. Ja, und super. Hadley's Hope müssen wir jetzt anscheinend auch. In etwa 30 Sekunden wird sich der Himmel mit den gefährlichsten Tötungsmaschinen verdunkeln, die das Universum kennt. Ich weiß, dass sie sich nicht für wichtig oder wertvoll halten, aber im Moment sind sie und meine Pilotin die wichtigsten Marines, die wir haben. Also, bewegen Sie Ihren Arsch hier weg! Los! So, stopp! Ich habe mir noch gar nicht gedrückt, da ging schon weiter. Ja, also anscheinend müssen wir jetzt ja wirklich zurück und vor allem die Piloten beschützen, denke ich mal. Und zwei Marine-Einheiten, was weiß ich, hunderte von Xenos, die auch noch nach Hadley's Hope wollen. Ach Gott, irgendwie ein Ereignis überschlägt das andere. Also bleibt gespannt, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und ciao.